Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News. Heute gibt es große News. Und zwar gibt es von Atmos jetzt die Version 0.9.0, wodurch man seit dem 15. Juni ein Immunant auf kostenloser Basis benutzen kann. Also man braucht nicht mehr S6S oder so, um Immunant zu benutzen, sondern Atmos hat die Funktion jetzt auch. Das Ganze ist allerdings noch ziemlich experimentell. Das heißt, ein normaler Nutzer sollte vielleicht noch bis 0.9.1 darauf warten. Aber im Großen und Ganzen wird damit die Schere zwischen dem kostenpflichtigen S6OS und dem kostenlosen Atmos-Deal immer geringer. Allerdings nochmal als Hinweis, Immunant hilft nicht, wenn die Konsole schon von Nintendo gebannt wurde oder geflaggt wurde. Man kann das Ganze nur benutzen, um etwas sicherer zu sein, nicht zukünftig von Nintendo geflaggt zu werden. Weil man ja zum Beispiel im Immunant irgendwelche Homebrew-Sachen auswählen kann oder sowas und dann mit dem Immunant nicht mehr online gehen muss, sondern dann einfach mit dem normalen Land online gehen kann. Bereits in einigen vorigen Updates gab es die Möglichkeit, Sprach- und Regionseinstellungen jetzt für jedes einzelne Spiel einzustellen. Das heißt, man kann dann zum Beispiel ein aus Japan importiertes Spiel auf Englisch spielen und die anderen Spiele auf Deutsch oder so. Oder ein aus Japan importiertes Spiel auf Japanisch. Außerdem bleibt jetzt Auto-RCM bei unerwartetem Ausschalten und bei Fehlern bei einem System-Update erhalten. Dazu gab es noch ein Update für die kostenlose Custom-Firmware RayNX, wodurch man jetzt D-Launch benutzen kann. Das Ganze ist ein Ersatz für das Nintendo Switch Home-Menü. Das heißt, wenn das Home-Menü bestimmte Daten an Nintendo schickt, dann kann man das in einem selbst implementierten Home-Menü so machen, dass das nicht gesendet wird. Aber das ist auch noch etwas experimentell. Damit kommen wir zu den Homebrew-Anwendungen, die für die Nintendo Switch rausgekommen sind. Also da wären erstmal OpenMW oder länger ausgesprochen Open Morrowind, was eine Engine-Rekreation für Morrowind ist, also The Elder Scrolls 3, die jetzt auf die Switch portiert wurde. Und damit ist neben dem Spiel Skyrim, das ja vor einigen Jahren oder Monaten offiziell auf die Switch gekommen ist, jetzt auch Morrowind kostenlos, wenn man das Original für den PC hat, auf der Switch spielbar. Das Ganze ist auch ein komplettes Rollenspiel, also es dauert, ich weiß nicht, mehrere 10 Stunden, also vielleicht 20 oder 30 Stunden. Und ja, ich erzähle jetzt nur ein bisschen mehr darüber, weil ich noch ein paar Endgame-Aufnahmen abspielen möchte. Ich schätze, es ist meine Pflicht, denen zu helfen, die weniger haben als ich. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Außerdem gab es noch ein Update für den SX Dumper 2.0.4. Denn der kann jetzt Cartridges oder geladene XCI-Dateien direkt installieren und kann XCI-Dateien auch mounten, wenn sie gefunden werden. Das war's mit den Switch Homebrews. Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zum DSi. Und zwar erstmal ist Memory Pit rausgekommen. Das ist ein Exploit in der Kameraanwendung für den DSi, mit dem man den Homebrew Launcher jetzt inzwischen starten kann oder das Homebrew Menu. Damit kann dann eine Custom Firmware installiert werden. Ich habe dazu bereits eine Tutorial gemacht, das heißt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Außerdem wurde für den DSi der Rocket Video Player veröffentlicht, genauso wie für den DS. Da Moonshell nicht mehr mit dem DSi kompatibel ist, hat Rocket Drops eine Alternative für den DSi oder generell eine Alternative zu Moonshell geschrieben. Dabei soll die Grafik etwas besser sein, aber ich habe davon gelesen, dass es teilweise Framerate-Probleme gibt und ähnliches, aber ich habe das noch nicht wirklich getestet, also kann ich da nicht viel zu sagen. Für den DS wurde auch der New York Times Crosshex NDS Safegame Exploit veröffentlicht. Und er ist eben in dem Spiel New York Times Crossword. Allerdings hat er keinen praktischen Nutzen für die Szene, also das ist eher so ein nice to know oder nice to have, aber der bringt eigentlich nichts. Das war's mit dieser Folge der Flash News. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge und ciao, Kakao.